So, 18. Dezember. Ich vermute, das ist bestimmt die Gottesanbeterin und keine Orchidee. Also wird es wahrscheinlich die 2 sein. Oh, das ist ja ein ganz schöner Brocken hier. Mark begann das Labyrinth auf dem Teppichboden mit einigen Schritten abzugehen. Vom Eingang her vernahmen sie nun 4 undeutliche Stimmen. Die Männer schienen bereits in das Treppenhaus eingedrungen zu sein. Richtige Spur, wo sind die Ratten? War das Einzige, was Mark verstehen konnte. Aber das reichte, um ihm Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. Was machst du denn da? Fragte Torben ungeduldig. Ich suche den richtigen Ausgang, gab Mark genervt zurück. Und woher weißt du, wohin du musst? Schließlich gibt es insgesamt 3 Türen, genau wie hier vor uns. Tiberius hat geschrieben, dass wir inspiriert werden sollen. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass er das gleiche Wort verwendet hat, das auch Stanley Miller beschrieben hat. Hier kommt eine Katze. Platsch auf den Boden. Ich folge einfach der Spur der Zutaten, die er damals für sein Experiment verwendet hat. Also vorbei an der Wasserdampfwolke, dann zum Wasserdampfwolke, dann zum Wasserstoff, Methan und dem Ammoniak und schließlich zum Blitz, der für elektrische Energie steht. Er ging hektisch die letzten Schritte, bis er bei einem Ausgang ankam. C, verkündete er, und Sophie legte eilig die Hand auf die metallene Türklinke. Sie drückte sie herunter und mit einem leisen Klick sprang das Schloss auf. Blitzschnell verschwanden alle hinter der Tür. Ich hoffe, die haben das Blatt mitgenommen. Ja, dass sie das nicht finden. Wobei, die haben Sprengstoff, naja. Dahinter erwartete sie ein langer, enger Gang, der kaum beleuchtet war. Anders als Mark vermutet hatte, führte er sie nicht direkt in einen neuen Raum, sondern immer weiter in die Tiefe der Insel hinein und um mehrere Abbiegungen. Seltsam, murmelte Mark, während sie sich so schnell sie konnten durch das Halbdunkel tasteten. Sag mal, warst du eigentlich noch nie hier unten, Michael? Wandte er sich an den Security Guard. Ich meine, wenn du hier für die Sicherheit auf Mantis Island verantwortlich bist, musst du doch eigentlich jeden Bereich kennen. Michael seufzte, bevor er antwortete. Das würde ich auch de denken. Leider hat Herr Tuscher mich nicht in all seine Geheimnisse eingeweiht. Oft wäre er einen ganzen Tag lang verschwunden, ohne mir oder Cecile zu sagen, was er tat. Er hat mir zwar mitgeteilt, dass er auf der Insel Forschungseinrichtungen unterhält, mir aber strengstens untersagt, sie zu betreten. Auch sein Kommandobunker war für mich tabu. Merkwürdiger Kerl. Er war aber wirklich ein komischer Kauz, oder? Hat er denn nie Besuch auf der Insel empfangen? Fragte Sophie. Doch, ab und zu schon, sagte Maike. Aber das waren keine Freunde, sondern eher Angestellte. Sie blieben meist mehrere Tage oder sogar Wochen, um in den Forschungseinrichtungen zu arbeiten. Doch sie haben nie mit den Tuschers zusammen gegessen. Das war sehr schwierig für Cecilia. Die einzige Möglichkeit für sie, soziale Kontakte zu pflegen, waren ihre regelmäßigen Ausflüge aufs Festland oder das Telefon. Naja, da frage ich mich aber, warum sie sich den Tiberius ausgesucht hat, wenn sie ihn quasi nie sieht. Also irgendwann muss die Liebe, ja, ich weiß nicht, da hört die ja auf. Oder sie ist halt nur wegen des Geldes da, aber naja, also dann selbstgewähltes Elend, ne? Das klingt ja furchtbar, murmelte Sophie. Da würde mich auch kein so noch so teurer Brillant-Trink trösten, mich auch nicht. Die einzige Ausnahme war John Rieker. Mit ihm hat Herr Tuscher wohl seit einigen Jahren sehr eng zusammengearbeitet. Wenn er kam, spielte Herr Tuscher sogar häufig Schach mit ihm. Ich würde sagen, er war das, was einem Freund am nächsten kommt. Okay. Mark überlegte kurz, der Name sagte ihm was. John Rieker. Ist es nicht der Chef von diesem riesigen Pharma-Imperium? Maike zuckte mit den Schultern. Na, Pharma-Imperium ist immer schlecht. Immer noch führte sie der Gang weiter und weiter unter der Erde entlang, bis Mark jegliche Orientierung verloren hatte und sich fragte, ob sie überhaupt jemals irgendwo ankommen würden. Ein leichtes Gefühl der Klaustrophobie stieg in ihm hoch und das Atmen fiel ihm plötzlich schwerer. Da konnte er am Ende einer Abbiegung Licht erkennen. Er beschleunigte seine Schritte und war heilfroh, als der Gang sich zu einem großen Gewölbe öffnete. Es war aus Backstein erbaut und einzelne Strahler in der Decke beleuchteten verschiedene Vitrinen, in denen Tiberius Tuscher offensichtlich Erinnerungen an seine größten Erfolge gesammelt hatte. Unter einem Glaskasten konnte Mark ein kleines Robotermodell erkennen, in einem anderen Abdrücke eines Farnwedels, wieder unter einem anderen sogar Bruchstücke eines menschlichen Schädels. Es gab aber auch Vitrinen, die ein Schriftstück enthielten oder das Modell eines Moleküls. Ein Kasten schien besonders auffällig ausgestattet worden zu sein. In der Mitte thronte ein ausgeblichenes Stück Leinen, auf dem Mark ein schnörkeliger Schrift Trank der Venus entziffert hatte. Darunter schien eine Art Rezept für diesen seltsamen Trank aufgeschrieben worden zu sein. Als Mark genauer hinsah, bemerkte er, dass alle benötigten Gegenstände und Ingredienzien daraus in der Vitrine gesammelt worden waren.
Auch wenn er neugierig war, die Vergangenheit seines Großvaters endlich erforschen zu können, wollte er lieber so viel Raum wie möglich zwischen sich und die Vermummten bringen. Und so folgte er Torben zu einer großen weißen Tür, die mit einem Sicherheitsschloss versperrt war. Neben der Tür ragte eine Stele empor, die genau zwei Sätze präsentierte. Die Venus ist der Schlüssel. Danach kann euch nur die Hexe weiterhelfen. Mark ging sofort wieder zurück zur Vitrine und versuchte, dem Gedanken seines Großvaters zu folgen. Welchen Code müssen Sie eingeben? So, eine Muskatnuss zerteilen, eine der Hälften klein reiben und 5 Kröten dazu mischen, ein Viertel Fliegenpilz und 2 Tollkirschen hinzugeben. Alles in einem Kupferkessel aufkochen und das Ganze auf 6 Portionen aufteilen. Und dann kommt eine Zahl raus. Ach Gott. So, die Muskatnuss ist die 66. Also, wir schreiben das mal kleinteilig auf. 66 durch 2. Und dann nehme ich mal an Plus. Eine der Hälften kleinreiben. Ja, das ist dann eine der Hälften, also 33. Und 5 Kröten dazu mischen. Kröte ist die 6, also 6 mal 5. So, also haben wir 30 plus 33. Ein Viertel Fliegenpilz. So, plus 24 durch 4, also plus 6. Plus 2 Tollkirschen. Plus 2 mal, ich denke mal, das ist die Tollkirsche. So, also 6 plus 24. Alles in einem Kupferkessel aufkochen. Also nehme ich mal an, mal 2 durch 6. Meine Theorie. So, also wir rühren das jetzt an. Dementsprechend, wir nehmen einen Taschenrechner, 33 plus 30 plus 6 plus 24, das Ganze mal 2 und durch 6 Portionen. Eine Portion ist dann 31 und die 31 gibt es nicht. Und jetzt ist die Frage, wo ist mein Fehler? Also, ich nehme eine halbe Muskatnuss, das ist die 33. Und davon eine der Hälften, ne? Also 33 und 5 Kröten. Also 5 mal 6 ist 30. Ein Viertel Fliegenpilz, also ein Viertel von 24 ist 6. Und 2 Tollkirschen, also 2 mal 12 ist 24. Das alles. So, ergibt die 93. Alles in einem Kupferkessel aufkochen. Und hier steht ja mal 2. Also nehme ich mal an, dass ich jetzt 93 mal 2 mache. Und das sind 186. Und das Ganze auf 6 Portionen aufteilen, heißt ja 186 durch 6. Und da kommt die 31 raus. Und das ist die Auswahl, die wir haben. Ich nehme an, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht, ist mir aber wurscht, ich rechne das nicht nochmal durch. Ich suche jetzt hier dieses Bild, ich nehme nämlich an, die 2 ist es. So, hier haben wir dieses... Oh, habe ich euch reingezoomt? Nö. So, hier haben wir auf jeden Fall diese Orchideen-Mantis. Das Ergebnis hätte also sein müssen... 200 Futsch. Und ich weiß weder, wie ich von 93 noch von 186 auf 240 komme. Ach, zerreiben. Ich habe es zerreiben vergessen. Eine der Hälften kleinreiben. Also haben wir, eine der Hälften war 33 mal 20. So, und dann haben wir nämlich hier 660. So, machen wir mal. 660 plus 30 plus 6 plus 24.
Das Ganze mal 2 und durch 6. Da kommen wir sage und schreibe auf 240. Ach, die Reibe habe ich vergessen. Das ist es wieder. So, auf jeden Fall schneiden wir jetzt die Mentis auf. So, jetzt könnt ihr es auch richtig sehen. Ich und meine Flüchtigkeitsfehler. So. War in der Schule übrigens genauso. Der Teufel steckt oft im Detail. Und wir haben hier tatsächlich den 19. Dezember. Gucken wir uns mal noch die Lösung an, obwohl wir es jetzt heraus hatten. An der Muskatnuss steht eine 66. Die sollten wir teilen. Macht also 33. Die Reibe trägt ein Schild mit mal 20. Also 33 mal 20 macht 66. Und dann rechnet der Marco und knifft die Augen zusammen. Bla bla bla, 240. Sprang Sophie ihm zur Hilfe, für die es offensichtlich die leichteste Sache der Welt war, solche Zahlenspiele im Kopf zu berechnen. Das ist ja schön für sie. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.